Sonst muss ich das noch eins tiefer machen. Okay, 30.000 auf der Kante, was so eine Werbekampagne alles ausmacht, das ist doch echt der Wahnsinn. Läuft noch eine Woche. So, das passt alles hier, da kommen sie rum. Aber da hinten mit Leuten... Wir eröffnen einfach mal. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn da Fahrgäste drin sind. Finger auf dem Ausschaltknopf. Oh, habe ich gerade noch rechtzeitig reagiert. Also da crashen sie auch. Okay. Das Sound crasht auch, wie ihr seht. Also muss ich das noch eins höher bauen. Gut, man kann natürlich auch Bremsen einbauen, aber wer will das schon? So, komme ich jetzt hier überhaupt rum? Na gut, dann fällt die Schikane halt weg. Und dann machen wir es so. Das müsste aber jetzt wirklich passen. Das müsste wirklich passen, da bin ich jetzt zuversichtlich. Wenn das da jetzt crasht, dann wäre es natürlich dumm, aber ich denke mal... Das wird sich ausgehen. Jetzt haben wir natürlich hier diese Kante, na gut, die können ja so bleiben. Die Kampagne ist beendet, wir haben 100 Personen plus. Genau, das lassen wir einfach nochmal. Machen wir so ein bisschen, also Gruselthemen habe ich jetzt gar nicht, sondern einfach so einen Holzzaun hin. Aber ja, diesen Grafikbug, ja, machen wir es so hier. So ein paar düster aussehende Bäume noch hier hin, beziehungsweise die, die wir abgerissen haben als Ersatz, werden neu gepflanzt. Dann ist das die Gruselbahn. So, jetzt kommen die rum. Fahrzeit 1,18 sind 80 Sekunden. Aber die Wertung ist natürlich auch ein bisschen mies hier. 80 Sekunden bei neuen Wagen, das sind... 9 Sekunden sind 81. Ja, das könnte ein bisschen zu viel sein, aber ich glaube wahrscheinlich auf 8 Sekunden. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Was sagt denn der Taschenrechner da? 78 Sekunden Fahrzeit und 9 sind 8,66. Da können wir es bei 9 lassen. Dann ist allerdings... Nee, doch, dann passt das. Dann ist immer einer in der Station. Wenn das 8 Sekunden wäre, dann würde es irgendwo eine größere Lücke ergeben, glaube ich. So, jetzt haben wir eine Einspurbahn. So, ich können wir abspeichern. Was sonst noch so für Entwicklung kommt. So sieht der Park aktuell von oben aus. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Wieso ist nicht der Eintrittsbereich? Obwohl, warte mal, wir können doch diese... Können wir diese Bootsfahrt nicht irgendwo hier reinquetschen? Wenigstens eine kleine? Ihr wollt das doch auch. Wenigstens eine kleine muss doch gehen. Muss halt nicht der übermäßige Huckel hier sein. Da müssen wir jetzt ja die Tarnung von der Area 51 aufgeben. Aber gut, das wurde ja eh entdeckt mittlerweile. In meinem Park durch die ganzen Besucher. Und da ist jetzt immer wieder der Sound weg.
nicht nur der Sound, jetzt hängt das Spiel wieder mal. Also wie gesagt, wirklich ab nächsten Szenario, wahrscheinlich wieder mit dem alten PC. Muss man halt umstecken, was vielleicht auch nicht so der Knaller ist, aber naja. Na komm. Dann baue ich das ins rüber. Ah ne, da bleibt das jetzt. Macht dann hier irgendwie so einen Tunnel und dann... Komme ich hier rüber? Ne, da ist ein Baum im Weg. Na gut, Baum in Anführungsstrichen. So, da rein. Einmal die Kurve rum. Da raus. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier, wenn man jetzt hier weiterbaut. Kann man bitte mal diese Untergrundansicht wieder einschalten, mal die Bäume wegmachen. Kann ich hier schon ein Stück runter? So, warte mal, das passt doch, dass man hier nur so ein Stück rausguckt. So, dann kann ich noch ins Weiter. Theoretisch müsste das passen, da bin ich genau an der Kante. Da rum und dann steuere ich aber direkt auf das Dings zu. Den Freefall Tower. Na gut, ich kann. Ah, gut, dann hier drüben. Dann hier noch irgendwie eine Kurve. Ah, hier muss ich auf jeden Fall ein Stück hochbauen. So, das ist der Fußweg im Weg. Ich hasse solche beengten Parks. Und das wird dann nicht der einzige Park sein, der so beengt ist. Da kommt ja dann noch mehr. So, es ist eine Höhe 12 hier. Oh. Guck mal, das ist schon wieder auf der Höhe. Das ist ja schon wieder am Ende. Warte mal, da kann ich das auch anders machen. Dann kriegen die Leute dann ja doch noch ihren steilen Drop, wie sich's gehört. Na komm, bau ihn doch jetzt dort mal hin. Dann geht das hier runter dann einfach. So, muss ich da jetzt genau hin? Die Unsichtbarkeitstasten werden es uns verraten. Ja, natürlich toll, dass da alle Attraktionen ausgeblendet werden und nicht nur die, an der man gerade baut. Das haben sie sich ohne richtig überlegt hier, den Modus. Und jetzt bitte auch Unterwasseransicht. So. Höhe 4. Nee, Höhe 4, das reicht. Hier die Rechtskurve. Ne, noch eine weiter, ne?
Nee, noch eine weiter. So. Oh, Besucherzahl ist wieder unter ein kritisches Niveau gefallen. Aber wir haben eine neue Attraktion, die wir gleich mal bewerben können. So, dann fangen wir mal mit 2 Mark an für den Start. Also eine Testfahrt. Ich weiß nicht, wie lange die fahren hier. Da kann man wahrscheinlich schon irgendwie 20 Sekunden Wartezeit einstellen oder sowas. Keine Ahnung. Area 51 ist defekt und es wurde direkt mit einem ausfallenden Ton bestraft. Oh, na gut, 20 Sekunden scheint ein bisschen viel zu sein, oder? Was natürlich cool ist, dass man dann sieht, wie die Boote da drunter driften. So, eine Attraktion verfügbar, Weltraumkreisel, und jetzt geht's hier abwärts. Na, da haben doch schon ordentliche Geschwindigkeit drauf. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Ich muss noch einen Zaun hin, dass sie dann hier auf dumme Ideen kommen und dort runterspringen. Hier genauso. Und hier hinten kommen sie ja eh nicht ran. Und da kommt nur das übliche, weil es ja im Wasser ist, Rostrand-Theming. Das RRT kommt da bloß hin. Ja, dann können wir das Ding eigentlich schon freigeben. Wo ist das erste Boot gerade? Kommt gerade an, dann können wir machen schon mal auf hier. Da können wir nämlich gleich eine Werbekampagne. Oh, 10.000 haben wir da gemacht. Wahnsinn. Dann machen wir die Flussfahrt gleich mal hier Freifahrt. Und jetzt im August bei 26 Grad. Ist eine Freifahrt auf so einer Wasserattraktion sicherlich nicht das Verkehrteste. So Anfang August, das heißt noch 3 Monate zu spielen bei